Incendio! 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 Incendio!
Gut gemacht, Harry. Hast die Feuersamen gefunden. Jetzt zeige ich dir, wofür ich sie brauche. Ist aber ein Geheimnis. Okay? Komm rein, Harry. Putz dir die Füße ab. Willkommen in meinem Zuhause, Harry. Ist zwar klein, aber bestimmt geräumiger als dein Schrank unter der Treppe, ne? Hab das von einem Mann im Eberkopf bekommen. Ist ein Drachenei. Brauch ein paar Feuerkrabben, um es nochmal ordentlich heiß werden zu lassen. Damit es schlüpft, leg sie ins Feuer, Harry. Du hast es geschafft, Harry. Es schlüpft. Na komm schon, mein Schöner. Ist er nicht wunderhübsch? Werd ihn Norbert nennen. Ist ein norwegischer Stachelbuckel. Harry, bist ein echter Freund. Möcht dir dieses Buch hier geben. Quidditch im Wandel der Zeiten. Sollte Norbert bald was zu fressen geben. Sehen uns später, Harry. Danke nochmal. Folg mir, Harry. Du errätst nie, was ich gefunden habe. Hallo, Harry. Versuche... Ah!
Harry. Du hast alle Bertie Botts Bohnen eingesammelt. Dafür bekommst du eine Bildkarte von berühmten Hexen und Zauberern. Morgane Le Fay, Mittelalter. Morgane Le Fay, Mittelalter. Daten unbekannt. Halbschwester von König Artus. Schwarze Magierin und Feindin von Merlin. Dies ist der Eingang zum Quidditch-Platz. Erstklässler wie wir dürfen leider nicht mitspielen. Ich habe gehört, dass sie manchmal eine Ausnahme machen. Allerdings nur, wenn jemand sehr, sehr gut ist. Da kommt Neville. Er sieht ziemlich durcheinander aus. Am besten, du gehst mal zu ihm und fragst nach, was los ist. Malfoy hat meine Erinnermich gestohlen. Er ist über das Schulgelände geflohen. Ich brauche meine Erinnermich, um meine Kröte wiederzufinden. Bitte hilf mir! Komm mit! Ich zeige dir, in welche Richtung er gelaufen ist! Longbottom hat sich also bei dir ausgeheult. Und du willst jetzt, dass ich dir sein heißgeliebtes Erinnermich zurückgebe? Ich glaube, ich verstecke es irgendwo, wo Longbottom es sich dann selber holen muss. Wie wäre es zum Beispiel... auf einem Baum? Glaubst du etwa, du kriegst mich? Dann komm doch, Potter! Du solltest immer schön nach meinen Klatschern Ausschau halten. Ha ha ha!
kaputt gemacht, Potter! Hier, nimm das doofe Ding. Ich kann es sowieso nicht brauchen. Zurückgeholt. Danke, Harry. Jetzt kann ich endlich meine Kröte wiederfinden. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe Trevor in der Nähe des Unterrichtsraums für Kräuterkunde gelassen. Es gibt dort Pflanzen, die Kröten verspeisen. Harry, ich bin Professor McGonagall, stellvertretende Schulleiterin von Hogwarts und Hauslehrerin von Gryffindor. Obwohl ich nicht mit deiner Jagd auf Malfoy einverstanden bin, muss ich doch zugeben, dass du über ein bemerkenswertes Talent verfügst. Normalerweise dürfen Erstklässler nicht an Quidditch-Spielen teilnehmen. In deinem Fall werden wir diese Regelung jedoch noch einmal überdenken. Sieh, dass du schnell zum Quidditch-Platz kommst. Dein erstes Spiel gegen Hufflepuff fängt gleich an. Wow, du wirst Quidditch spielen. Und auch noch als Sucher. Ich wollte dir nur viel Glück wünschen, Harry. Jeder spricht darüber, dass du Sucher werden wirst, Harry. Warum? Du wärst dann der jüngste Sucher von ganz Hogwarts in diesem Jahrhundert. Sobald ich es gehört habe, bin ich losgerannt, um dir zu gratulieren. Wusste, dass du den Schnatz als Erster kriegen würdest. Wusste es einfach. Willkommen beim Quidditch. Ich heiße Lee Jordan und bin der Kommentator. An jedem Ende des Quidditch-Feldes gibt es drei Tore. Die Jäger spielen mit dem Quaffel und versuchen, ihn durch die Ringe zu werfen, um Punkte zu erzielen. Es ist wichtig, die Klatscher immer im Auge zu behalten. Klatscher sind verzauberte Bälle, die einen vom Besen hauen können. Jedes Team hat zwei Treiber, die versuchen, diese Klatscher abzuwehren. Sucher im Gryffindor-Team ist Harry Potter. Es ist seine Aufgabe, den goldenen Schnatz aufzuspüren und ihn dann zu fangen. Achtung! Wenn der Schnatz auftaucht, setzt er Geschwindigkeitsringe frei, die es dem Sucher möglich machen, schneller zu fliehen. Da kommt Potter! Ein goldenes Glänzen. Ist das der Schnatz? Potter hat den Schnatz gesehen! Ja! Das Publikum ist auf dem Häuschen. Los, Harry Potter! Oh, das wird er auch morgen noch spüren. Potter fällt zurück. Da kommt ein Klatscher. Das ist der helle Wahnsinn. Oh, das tat weh. Oh! Potter wäre beinahe getroffen worden. Nein! Potter verliert die Kontrolle. Da kommt der Sucher von Hufflepuff. Die Führung!
geworden. Mal einer an. Ist das nicht der berühmt-berüchtigte Mr. Potter? Erinnerst du dich noch an meinen Namen? Ich bin Professor Snape. Und ich weiß alles über dich, mein Junge. Ist das nicht ein Buch aus der Bibliothek, das du da in deiner verkrampften kleinen Hand hältst? Laut Vorschrift dürfen keine Bücher aus der Bibliothek mitgenommen werden. Ich werde es beschlagnahmen. Danke. Sobald das verschwundene Faultierhirn wieder aufgetaucht ist, werden wir mit der ersten Zaubertrankstunde beginnen. Hey, das ist ein Stück von einer Karte. Moment mal, das sieht nach Fred und George aus. Auf der Karte ist ein vergessenes Gebiet eingezeichnet, das hier irgendwo sein muss. Könnte es nicht hinter der alten, rostigen Tür sein? Auf der Karte steht, dass es ein magisches Wort gibt, mit dem man die Tür öffnen kann. Nun, es lautet Alohomora. Wow, sieh nur, ich habe die rostige Tür geöffnet. Los, lass uns nachsehen, wohin sie führt. Wow, ich wette, da haben meine Brüder das Faultierhirn versteckt, das Snape sucht. Wir teilen uns auf und sehen uns ein wenig um.